Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Ich habe im letzten Part, also nach dem letzten Part, herausgefunden, dass wir nicht mehr nur noch beim Lager speichern, Leute. Nein. Einfach Escape drücken und Spiel speichern. Ich weiß nicht, war das bei dem anderen Tomb Raider auch schon so? Wenn ja, dann habe ich es einfach Ewigkeiten übersehen. What the fuck? Nice, auf jeden Fall. Sehr geil. Ich bin halt dumm. Ha, ich bin dumm. Ha, schön. Naja. Das heißt zumindest, dass ich den Part jetzt bei 20 Minuten beenden kann. Denn ich will noch live streamen. Weil besseres Internet und so. Und ach, das hört ihr in 60 Seconds und Binding of Isaac auch schon beide Male. Deswegen. Gucken wir mal die Parts und ich sag's direkt am Anfang eigentlich. Und Isaac ist mal gut anzusehen eigentlich. 60 Seconds haben wir zwei neue Achievements, hallo? Zwei! Ist ganz cool. Können wir jetzt mal laden? Alter, dauert das Ewigkeiten. Ich hab hier 4 Flaschen Wasser stehen, ne? Und alle sind leer. Alle sind leer. Kacke. Ich hab nicht mal mehr Knabberkram oder so. Doch, ein bisschen. Ein paar Käsestangen. Die sind cool. Sind lecker. Und sonst so. Alles fresh bei euch? Also bei mir schon. Also, eigentlich. Jetzt, wo ich ein neues Internet habe, ist halt alles. Alles super. Wir verballern gerade 2 Minuten nur in dieser verdammten. In diesem verdammten Ladebildschirm. What the fuck? Wie lange lädt der denn auch? What the fuck ist das? Heilige Scheiße. Also jetzt ehrlich. Jetzt ehrlich, Alter. Ich habe im Game ins Game geklickt, oder? Also muss ich Enter drücken oder so? Irgendwas? Kann doch nicht sein, dass es so lange lädt. Danke! Endlich! Nett von dir, Spiel. Genau, die typischen Startlags, die irgendwie immer bei einem Spiel sind. Das, da kann ich doch locker irgendwie nicht anzünden, okay. Meine Nase läuft ein wenig. Wir haben Holz. Okay. Hartholz. Wir müssen ein bisschen sammeln, wie es aussieht jetzt erstmal. War das eine Steinmauer oder kann ich hoch, oder? Okay, ich komme da auch einfach von der anderen Seite hoch. Da habe ich gerade was blinken sehen. Da komme ich nicht von der anderen Seite hoch. Überlebensversteck. Erfahrungspunkte bekommen. Okay. Endlich kann man sprinten, Alter. Oh. Herrlich! Sprinten ist toll. Ich habe aus dem Blutbad im Grab des Propheten gelernt, was ich konnte. Meine Brüder wurden alle irgendwann in den letzten Tagen getötet. Die Anhänger des falschen Propheten starben hier zu Hunderten, waren aber schließlich siegreich. Ich habe das Grab so gut es ging versiegelt und den Männern im nahen Dorf gesagt, dass der Prophet endlich tot sei. Ich drohte ihnen etwas und sagte, dass dieser Ort geheim bleiben müsse. Ich weiß nicht, ob der Prophet überlebt hat, aber ich folge ihren Spuren. Niemand entkommt dem Trinity-Orden. Niemand. Niemand! Außer Lara. Lara ist cool, die kann das. Das war voll gegen Skill. Wieso kann Lara nicht mehr so lange zielen? Ich bin zu dumm. Was ist das? Ein Bird. Oh, geil. Ich bin zu dumm, um zu treffen. Alter!
Ich hab keine Pfeile mehr, ey. Ich bin aber auch bad. Heilige Scheiße, Alter. Heilige Scheiße. Nee. Kann ich vorsteigen. Das ist eine Höhle, okay. Nutze sie Waffen oder Sprengladung. Toll. Ich hab nur den Bogen. Da brauchen wir wahrscheinlich die Shotgun für. Ich muss gleich unbedingt ein paar Pfeile herstellen oder sowas. Kann man ja alles machen, ne? Können wir, glaube ich, alles herstellen. Will ich hier runter? Ich will hier runter. Aber hier ist nichts. Was? Ist nichts. Einfach nichts. Okay. Diese Ruinen hier. Mongolisch. Okay, hier geht's weiter. Ich glaube, da will ich noch nicht lang. Meine Nase, ey. Meh. Okay, da muss ich weiter. Das heißt, ich renne nochmal zurück zum Lager, mache mir ein paar Pfeile oder so, keine Ahnung. Guck mal, was ich mir machen kann. Bestimmt gibt's irgendwas. Wir können ja ganz viele Sachen herstellen, ne? Inventar, Munition. Pfeile können wir... nicht herstellen, wir brauchen Federn. Wir haben keine Federn. Wir können also nichts herstellen, okay. Wir haben noch einen Fähigkeitenpunkt, okay. Schnellere Herstellung von Wurfobjekten und Munition im Lauf. Geil. Das ist schön. Bringt mir Erfahrungspunkte. Das ist cool. Das ist eine coole Sache. Wir nehmen das hier. Weniger Schaden. Also wir können Schaden abfangen durch abrollen. Das ist super. Das ist ein schön. Das ist ein schönen Sachen. Das ist ein schönen Sachen. Ah! Schade, ich kam nicht an. Hallo Hase, ich hab dich doch getroffen, locker. Hab dich locker getroffen, Hase. Ne, ich geh nochmal hier runter. Muss ich C drücken? Ich muss C drücken, okay. Mittlerweile geht's mit C und nicht mehr mit Shift. Sich runter hängen lassen. Da kommen wir nicht hoch, okay. Was ist hier? Geht's hier weiter? Ich glaube, es geht hier weiter, oder? Geht's hier weiter? Ich weiß es nicht. Hallo? Ist hier jemand? Was ist das? Erze. Wir können uns Erze holen. Okay, für Schrotflintenmunition. Oh mein Gott, kann man hier viel machen. Oh Gott, dieses Spiel ist so krass auf Überleben aufgebaut. Also so viel auf Herstellen oder so, glaube ich. Also, man kann ja super viel Sachen machen. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist. Auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen. Und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Okay.
Ich glaube, ich hab die Hälfte gar nicht mit angehört. Also einfach nicht zugehört halt. Einmal war ich mit Gähnen beschäftigt. Dann mit nichts anderem eigentlich. Ich hab nur nicht zugehört. Da hat's geleuchtet. Holz, ich bräuchte Federn. Ich bräuchte echt ein paar Federn. Das wäre super toll. Eine Krone von einem der Prinzen von Kiew. Wie ist sie bloß hierher gelangt? Weiß ich nicht. Muss ich wieder diese Nester da? Ich weiß nicht. Ah ne, da sind ganz viele Nester. Ich glaube, die sind eigentlich irrelevant. Wir erkunden hier trotzdem noch ein bisschen. Glaube ich mal. Da ist noch eine Karte oder so. Auch noch so ein Dokument. Oh Mann. Ah ne, Karte. Cool. Schon besser. Okay, gibt's hier noch... Oh. Eine Feder. Cool, da hinten will ich noch hin. Komme ich hin, indem ich von da aus springe. Trinity, Sie sind hier. Zentrale, hört ihr mich? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Was war denn das? Ah, ich kann so einfach Pfeile herstellen. Ah, cool. Ich will da aber noch oben hin. Da oben. Aber wie komme ich da hin? Na klar, über den Dings hier, über den Pfeiler. Und da von da oben aus, okay. Ich kann auf Bäume klettern. Oh, wie cool dieses Spiel ist! Oh, wie cool! Kann ich eigentlich... Steuerung kann ich gehen, ja. Ich meine, kann ich mich ducken oder so? Tiefschnee, ja, toll. Also, wir sind gerade auf Tiefschnee, ja. Das ist... Wo ist der? Erkundungsteam auf dem südlichen Grat verloren. Letzte Kontaktstelle war bei den mongolischen Ruinen. Bereit machen für Befehle. Nee, doch nicht. Also, das ist irgendwie das Funkgerät. So, Lara schleicht von automatisch. Okay. Alter! Achso, ich muss selber weg. Oh. Okay. Ha! Ich muss selber. Oh nee. Ladisch. Okay. Huh! F, Nahkampf! Einfach F-spammen. Einfach F-spammen. Oh, Kacke. Muss ich C drücken? Ich weiß nicht, was ich drücken muss. Was soll ich denn wissen? Es gibt so viele Tasten, Alter. Okay, ich muss C drücken. Ausweichen. Klar, macht Sinn. Jetzt steht's da. Axt. Alter, wie es ihn einfach nicht juckt. Wie es den Bären einfach nicht gejuckt hat. What? Alter.
Lara, du hast wohl mal wieder die Tür nicht gefunden. Aber so geht's doch viel schneller, Dad. Komm her, du kleines Äffchen. Gehst du jetzt wieder auf ein Abenteuer, Dad? Ja, mein größtes bisher. Also ich finde, ich wäre die perfekte Assistentin. Oh, wirklich? Und es gibt niemanden, den ich lieber dabei hätte. Aber diese Sache ist zu gefährlich. Lara, hör mir zu. Eines Tages wirst du in dieser Welt große Spuren hinterlassen. Du wirst mich so stolz machen. Einen Moment, Schätzchen, ich muss da rangehen. Oh. Ich muss die Wunde verbinden. Sammle Ressourcen und heile Verletzungen. Ach. Du musst echt viel machen. Diese Blätter sollten die Blutung stillen. Ist ganz cool. Ich brauche einen Verband. Ja, ein Verband. Den gibt's bestimmt hier irgendwo. Noch mehr. Viele Federn. Eine Hinterlassenschaft aus dem Kalten Krieg. Was tat Trinity da unten? Alter. Müsste reichen. Okay, V ist zum Heilen. Okay, wir können uns sogar noch einmal heilen. Glaube ich. Der Weg scheint ganz hindurch zu führen. Ich muss an den Bären vorbei. Okay, wie kriege ich diesen Bären hin? Ich weiß es nicht. Wir kommen auf jeden Fall hier oben wieder hoch. Zack, zack. Kletter einfach, Lara. Kletter einfach. Genau, klettern. Das kannst du. Diese Pilze sind Fliegenpilze. Ich könnte ein Gift daraus herstellen. Also. Die habe ich vorhin schon ganz viele gefunden, glaube ich. In der anderen Höhle, wo wir auch die Erze gefunden haben. Aber da konnte ich sie noch nicht mitnehmen. Oder waren das Fliegenpilze? Ich weiß es nicht. Ich habe nicht drauf geachtet. Was soll ich jetzt drücken? Soll ich jetzt überhaupt irgendwas drücken? G für Gift? P für Poison? Ah, oh, warte. Aber warte mal. Ich will erstmal noch kurz einmal dahin. Ich weiß nicht, was davon richtig ist und was falsch. Also, welcher Weg jetzt... Ah, okay. Der Weg ist richtig! Yay! Sehr geil, wir sind bei fast 18 Minuten. Das heißt, ich mache gleich Beendigung des Parts. Bergungsgut. Achso, ja gut, das kennen wir noch aus dem letzten Part. Damit können wir... Oh, warte mal. Wir kommen noch jetzt... Ich komme da nicht hin. Kann ich irgendwie... Was war da? Oh lol, das habe ich noch ganz nicht gesehen. Die Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten. Bringen Sie Lara schon mongolisch bei. Mongolische Schrift. Kann sie nicht recht entziffern. Ja, irgendwann mal. Ich komme da nicht an, schade. Okay, wir müssen zum Lagerfeuer. Glaube ich. Ich weiß es doch nicht, Mann. Gehen wir zumindest hin. Weil dann können wir den Part da auch beenden. Das ist, glaube ich, ein guter Ort. Wo renne ich denn? Warte mal. Zack, zack. Zack. Von hier aus jetzt dahin. Ein Jahr lang ritt ich mit einer Armee der Mongolen. Als Abgesandter des Trinity-Ordens. Ihr Khan ist ein großer Kriegsherr, wenn er auch Heide ist. Unter meinem Einfluss wurden Nationen gestürzt, Städte verbrannt und Prinzen getötet. Immer auf der Suche nach dem Propheten. Unser Massaker an den Rus war nicht umsonst. Denn unter der Beute fanden wir endlich die Karte. Und jetzt, heute Morgen, nach langer Zeit in den Bergen, sahen wir Gebäude in einem grünen Tal, umgeben von Eis. Wir haben Kitesh gefunden. Ich erzähle dem Khan von den Reichtümern, die ihn erwarten, und das treibt ihn an.
Aber der wahre Sieg wird Gott gehören, wenn wir die Lügen des Propheten von der Erde tilgen. Endlich wird die göttliche Quelle uns gehören. Okay. 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 Ihr könnt diese göttliche Quelle haben. Auf die Bäume kletter ich im nächsten Part. Ich will die Part beenden, ich will endlich streamen. Endlich streamen. Hinsetzen. Wir haben keinen Fähigkeitspunkt, wir haben keine Zielorte, keine Waffen, haben wir auch keine, ne? Eine Kletteraxt, die können wir aber auch nicht upgraden, glaube ich, denn wir haben dafür gar nicht... Oh, kostet das gar nicht so viel Material? Es fehlt 5 Leder. Oh, es kostet alles gar nicht so viel. Was sieht denn noch cool aus? Eigentlich sieht das, was ich anhabe, am coolsten aus. Das sieht noch cool aus. So auf dem Bild. Obwohl, nee, das ist das Standard-Outfit. Sag ich mal. Pionier. Antarktis-Outfit. Heldenhafter Forscher. Das klingt cool. Das klingt cool. Obwohl, auch nicht. Geistweber. Geistweber? Okay, das muss ich jetzt noch schon machen hier. Nee. Irgendwas mit Kapuze finde ich schon eigentlich ganz cool. Antarktis-Outfit? Nee. Blaues Henley-Shirt. White Yout. White was? Antike Vorhaut. Nicht Vorhaut, Vorhut. Das sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Schattenläufer. Schattenläufer klingt geil. Oder auch nicht. Sibirischer Waldhüter, Lederjacke. Das sieht bestimmt richtig gut aus. Das sieht echt gut aus. Expeditionsjacke. Bastion der Hoffnung. Okay. In hellblau. Ja. Unsterblicher Wächter. Nachtschatten. Oh, Nachtschatten klingt auch cool. Aber ich glaube, wir bleiben bei dem Outfit. Ja, wir bleiben bei dem Outfit. Mit dieser Mütze. Sieht cool aus. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Ich speicher das Spiel. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder, Leute. Haut da rein. Oh.